Tessie Antoni de Nassau zeigt sich mit schweren Waffen und Munition. Heute ist Tessie Antoni de Nassau, 37, dreifache Mutter und glücklich in zweiter Ehe verheiratet. Auf Instagram zeigt sie regelmäßig Bilder ihres Familienglücks. Da passen die neuesten Bilder, die sie postet, irgendwie nicht so recht rein. Doch es sind Bilder, die ebenso zu ihr gehören. Diese Bilder zeigen sie mit 18 Jahren. Mit schwerer Waffe in der Hand und mit Zigarette. Es ist bald 20 Jahre her, dass die Ex-Frau des luxemburgischen Prinz Louis als Soldatin aktiv war. Fast 6 Jahre lang war sie Teil der Armee. Sie wählte diesen Weg damals auch, um bessere Chancen auf einen Studienplatz zu haben. Nach ihrem Auslandseinsatz im Kosovo entschied sich Tessie, auf der Krankenstation zu arbeiten. Mit 4 Fotos auf Instagram erinnert sie sich jetzt an diese Zeit zurück. Man sieht die heute 37-Jährige in Uniform, mit schweren Waffen und mit viel Munition in den Händen. Sie sieht zwar ganz und gar anders aus, ist aber dennoch zu erkennen. Young Me. Army Girl. Meine erste Karriere, als ich 18 Jahre alt war, fast 6 Jahre lang. Schreibt sie zu den Aufnahmen, postet ein Emoji mit Sonnenbrille und erhobene Hände dazu. Es scheinen für sie durchaus gute 6 Jahre als Soldatin gewesen zu sein. Es scheinen nicht allzu viele Frauen in ihrem Bataillon dabei gewesen zu sein. Zumindest ist Tessie auf den Fotos meist die einzige. Das zweite Bild wurde an dem Tag aufgenommen, an dem ich nach 4 Monaten Bootcamp ohne Schlaf, jede Menge Blut an den Zehen, Schieß- und Taktiktraining und noch viel mehr offiziell in die Streitkräfte aufgenommen wurde. Ich war knapp 18 Jahre alt, erklärt die ehemalige Prinzessin in ihrem Posting. Die Erschöpfung ist ihr auf dem Foto ebenso anzusehen wie die Freude darüber, dazu zu gehören. Bis heute scheint Tessie Antoni de Nassau stolz darauf zu sein, was sie geleistet hat. Dass sie sich durchgesetzt hat in einer Männerdomäne. Und das mit gerade einmal 18 Jahren. Sohne Manoa tritt in ihre Fußstapfen. Auch er ist bei der luxemburgischen Armee aktiv. Ist mittlerweile Kadett, wie sie auf Instagram mitteilt. In Mamas und Europas Fußstapfen. Gut gemacht, Kadett Noah. Du machst mich stolz. Gedenkmonat. Auf das wir niemals vergessen mögen. Verwendete Quelle, Instagram.com